So, jetzt gehen wir zum nächsten dynamischen Routing-Protokoll und begeben uns so ein bisschen Internet-Scale. BGP, das Border Gateway-Protokoll, wird euch auch wieder präsentiert von unseren zwei bekannten Gesichtern. Nochmal ganz kurz, wer war in den Vorträgen vorher noch nicht, damit wir mal so eine Idee haben, wie viel sich geändert hat? Oh. Dich habe ich schon. Oh, na gut. Dann kriegt ihr nochmal die volle Vorstellung. Maximilian Wilhelm, Universität Paderborn und Freifunk, Infrastrukturarchitekt, Network Guy for Hire, ebenso Falk Stern. Es war auch schon mal früher. Es war auch schon mal mehr Kaffee. Mehr Kaffee, mehr Marco. Nee, die schmeckt nicht. Und Falk, System Architekt für die Profi AG, beide immer noch for hire und jetzt mit mehr Internet. All the Internets. Was machen wir? Wer sind wir? Haben wir schon gehört. Ein bisschen Theorie. Was ist so ein AS? Wie funktioniert dieses BGP? Warum gibt es das in zwei Geschmacksrichtungen? External, internal. Wir spiegeln Routen. Wie geht das auf Linux? Wie geht das auf Cisco? Ich fürchte, das ist eine Lüge. Und was könnte man noch machen? Okay, die kennen wir schon. Theorie. Zu Hause hat man eine Fritzbox. Die hat ein Netz intern, vielleicht noch ein Gäste-WLAN, hat sie zwei Netze intern, hat eine IP nach außen, hat einen Weg nach außen über die Vectoring-Glasfaser, das Wort suchte ich, über die Coax-Glasfaser oder sonst vielleicht auch über eine echte Glasfaser. Ich habe einen Router, der hat einen Weg ins Internet, das ist relativ einfach. Aber dann gibt es ja noch diese Enterprise- oder Service-Provider-Scale-Networking, was wir hier machen. Fangen wir mal mit der grünen Box an, die habt ihr gerade schon mal gesehen. Das ist das ganze Blech, was da auf dem Brettchen hängt und die große Box, die daneben liegt. Das ist ein autonomes System. Was ist das dann? Autonomes System ist eine Zusammenfassung von Geräten, primär Routern, die unter einer administrativen Fuchtel, meiner in diesem Fall, stehen, beziehungsweise die eine Routing Policy hat. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass eine große Firma, Beispiel Google, mehrere AS hat. Meines Wissens ist zum Beispiel YouTube ein eigenes AS, weil die ein paar Dinge anders machen als zum Beispiel Google.com etc. pp. Ja, ist so. Das ist dann der Teil mit, also es sind auch andere Menschen, die das tun, aber das ist primär auch eine unterschiedliche Routing Policy, weil die vermutlich andere Magie machen. Dann haben wir noch, das ist die kleine graue Box da unten, die stellt auch das WLAN zur Verfügung. Wir haben hier ein eigenes Froscon Network Track WLAN, das ihr auch gerne nutzen dürft. Das ist AS13020, das kennt ihr vielleicht vom Easter Hack, von diesem kleinen Kongress am Ende des Jahres oder so. Das ist das Chaos AS, also CCC AS. Uplink kriegen wir hier oben über AS201701, das ist der Freifunk Rheinland. Backbone, den ich irgendwann zwischentags, nachts und zwischendrin noch mit administriere. Darüber kriegen wir hier gerade Internet, also darüber sind die IPs und die IPs im Internet erreichbar. Das heißt, das wäre eine Transit-Beziehung. AS201701 ist Transit für uns. Das heißt, das leitet Pakete weiter. Da geht das Internet rein, das geht durch das AS durch zu uns. Das ist eine Transit-Beziehung. Üblicherweise kostet die Geld. In diesem Fall kostet die glücklicherweise kein Geld. Dann haben wir noch mein privates AS. Dazu gibt es nur ein Peering, das heißt von da nach da und von da nach da. Das heißt, keine Seite leitet Pakete weiter in dieser Beziehung. Üblicherweise Peering, jeder kennt vielleicht oder hat man schon mal gehört, DKIX in Frankfurt ist so ein großer, so eine LAN-Party für Router, so eine große. Lasst es nicht Arnold hören. Da kann man seine Router... Na, da konnte der DKIX nicht für, da muss ich gerade mal eine Lanze brechen, das war Interaction. Da waren sämtliche, da sind schlimme Dinge passiert, da möchte ich eigentlich nicht drüber reden. Das war aber spannend übrigens, wo ihr das gerade sagt, da stehen nämlich auch zwei Routerchen, die einen Bein am DKIX haben oder einer davon. Verfügbare BGP-Sessions während der Stromaus war null, weil leider der Switch, auf dem wir hängen vom DKIX von einem der 21 Standorte in Interaction war. 5 war. Nachdem der Strom wieder da war, hatten wir wieder alle 50. Yay. Das hat wirklich deutschlandweit geruckelt. Und manche Leute haben festgestellt, dass es doof ist, wenn man Einwahlserver für DSL-Kunden deutschlandweit nur in einem Rechenzentrum hat.
Egal, wir schweifen ab. Wollte ich noch erzählen. Ach so, das gestrichelte Ding gibt's schon. Das ist der Grund, warum gerade das WLAN hier funktioniert, respektive dieses ganze Netz hier tut. Das ist aktuell direkt verbunden. Das heißt, der da oben hat eine Verbindung darunter zu diesem AS und darüber und darüber. Den Rest bauen wir wahrscheinlich noch. Genau, External und Internal. Das heißt, das hier ist External BGP, weil ich mich mit einem externen AS unterhalte. Also irgendjemandem, dem ich im Zweifel nicht traue. Beziehungsweise von dem ich nicht einfach alles annehme, was von da kommt, sondern gucke, was darf ich von dem kriegen. Das heißt, da möchte man filtern. Bei OSPF gerade hatten wir ja die Diskussion, dass wenn ich mich da anschließe, ich alle Routen da reinkippen kann und ich eigentlich nicht filtern kann, was da kommt. Bei BGP ist das explizit vorgesehen, das zu tun. Um zum Beispiel von einem Peer nur die Netze zu erlauben, die ich weiß, die er wirklich besitzt. Dass mir nicht irgendjemand vorgaukelt. Hier ist übrigens 8888. Komm nochmal her. Oder YouTube oder Google oder ähnliches, wie so oft passiert bei Route-Hijacks. Genau. Ja, irgendwas der Großen. Hier intern werden wir dann nachher IBGP sprechen, Internal BGP innerhalb unseres Netzes. Gibt's also in zwei Geschmacksrichtungen. Das sind nämlich diese beiden. Ich habe einmal das Exterior Gateway Protokoll, Austausch zwischen zwei Partys, die sich nicht unbedingt vertrauen, oder wirklich zwei Partys. Oder Internal Routing innerhalb meines ASs. Da habe ich sowas wie OSPF, was wir gerade hatten, ISIS oder internes BGP. Die alten Protokolle darf der alte Mann mal erklären. ja, das gute alte Distance-Vector-Protokoll, wir hatten es vor im letzten Talk schon, geht halt davon aus, dass jeder Host das sendet, was er kennt, mehr nicht, seine gesamte Routing-Tabelle weitergibt. Das heißt, A schickt an B, ja, hier, ich kenne die Netze, die bei mir angeschlossen sind. B schickt weiter, ich kenne alles, was bei mir, also bei B angeschlossen ist und alles, was bei A angeschlossen ist. Untenrum genauso. Das heißt, jeder Router kennt eigentlich nur das, was seine Nachbarn ihm erzählen. Das Ganze hat ein Problem. Es ist relativ langsam, bis so eine Route durchpropagiert ist, dauert es ein bisschen. Und was die Dinger grundsätzlich machen, also Distance-Vector-Protokolle, zählen bei Routen immer bis zur Unendlichkeit hoch. Wobei unendlich 15 ist. Das heißt, mein Netz kann nicht größer als 15, also mein Netz kann keinen größeren Durchmesser als 15 Knoten haben. Das Ganze ist old, das benutzen wir eigentlich nicht mehr, ist aber jetzt ein bisschen die Grundlage für ein Path Vector Protokoll. Das funktioniert relativ ähnlich. Da habe ich allerdings keinen, ich schicke nicht meine gesamte Tabelle weiter, beziehungsweise ich habe keinen Distanzvektor, sondern einen Pfadvektor. Das heißt, ich habe nicht nur eine Route, sondern ich habe mehrere Pfade zu einem Ziel. An diesen Pfaden können unterschiedliche Attribute kleben, unterschiedliche Next-Hops, und ich kann da diese Pfade mit Informationen anreichern. Das heißt, im Falle BGP kann ich mehrere Next-Hops ankleben, welche Metrik das da dran ist und. Das erklärt Max nachher noch. Und ich habe den Vorteil, weil ich ja Pfade zu einem Ziel habe und nicht unbedingt Routen, dass ich davon mehrere haben kann. Das heißt, ich kann einen Equal Coast Multipath machen. Das heißt, wenn ich zwei Wege nach Rom habe, kann ich sie beide benutzen und nicht nur einen davon. Und das Einzige, was bei Pfaden geändert wird, wenn sie weitergegeben werden, ist das Next-Hop-Attribut. Das heißt nur, dass ich das quasi, schickt mir da die Pakete für den Pfad hin. Das ist das Einzige, was sich bei den Pfaden ändert und alle anderen Attribute bleiben gleich. Fragen dazu? Nein? Gut, dann machen wir weiter. Und der Pfad wird ein bisschen länger. Genau. Border Gateway Protokoll. Wo kommt's her? Menschen haben bei, ich glaube, das Getränk ist nicht überliefert, ob Bier, Whisky oder was auch immer, mal zusammengesessen und das Three Napkin Protokoll designt. Das war irgendwann Anfang der 1990er. Da kommt das her. Das sehen wir, das Bildchen hier hinten von der State Machine sehen wir nachher noch. Das hat dann, oh gelogen, 89 sogar schon zu RFC, hast du nicht gesehen, mit BGP Version 1 geführt. Das war die erste Iteration davon. Da kamen noch ein paar mehr. Das heißt, da ist durchaus was dran passiert. BGP 2, 3 kam relativ kurzfristig, BGP 4 auch noch. Heute reden wir von RFC, das müsste sein 4271, da ist ein Tippfehler drin, von 2006. Das ist das, was heute noch benutzt wird. Das wurde dann erweitert um Capabilities etc. pp., wo ich noch Features drankleben kann. Zum Beispiel gibt es hier diesen Route-Reflash-Capability. Das heißt,
wenn sich irgendwo was, nein, wenn ich meine Filter ändere, also ich akzeptiere von dem Peer jetzt zum Beispiel noch ein neues Netz, weil er hat jetzt IPs gekauft für viel Geld und möchte jetzt auch diese IPs benutzen und ich möchte dahin, muss ich meine Filter vielleicht ändern, damit ich diese Netze von ihm erlaube. Das also die akzeptiere, wenn er mir die Routen schickt. Früher hieß das einmal Session runterfallen lassen und wieder hochnehmen. Das heißt, zwischendrin hatte ich die Routen hatte ich gar keine Routen zu dem Peer. Mittlerweile kann ich sagen, Soft Reconfiguration, braucht mehr Speicher. Dafür habe ich zwischendrin keine schwarzen Löcher. Route Reflection, wenn wir noch reden, Multiprotokoll BGP. Ich kann dann über eine BGP-Session V4 Routen, V6 Routen, irgendwelche VPNs, dunkle Magie und schlimme Dinge transportieren. Initial gab es nur 16-Bit AS-Nummern. Das heißt, ich habe maximal 65.000. Danke, mögliche AS. Das ist gar nicht so viel für weltweit. Das wurde 2012 gelöst, das Problem, dadurch, dass ich 32-Bit AS-Nummern habe, was dann 4 Milliarden sind. Das ist schon ein bisschen besser. Wenn man eine alte 16-Bit AS-Nummer haben wollte vom RIPE, zog lange das Argument, ich habe nur alte Arista-Router, das funktioniert heute nicht mehr. Mittlerweile sollte jede neue Hardware das unterstützen. Dann gibt es zum Beispiel noch AdPath, das ist das, was Falk ansprach, mit mehreren Routen zum selben Ziel. Die kann ich über eine Session übertragen. Üblicherweise wird sonst nur lokal der beste Weg berechnet und zum Nachbarn geschickt. Wenn ich die alle haben will, weil ich mir überlegen will, welcher da am schönsten ist, kann ich das mit AdPath machen. Dann gibt es noch Black Hole. Das wird gerne benutzt, also wenn ich einen Internetprovider habe, zum Beispiel als Uni haben wir einen /16 unter anderem. Und wenn jetzt eine IP davon zugeflattet wird mit irgendeinem DDoS oder sonst was und unsere schönen dicken Außenleitungen füllt, was ja Ziel eines DDoS ist, ich das doof finde und eigentlich meine Leitungen gerne nutzen möchte, aber diese mit möglichst wenig Impact, kann ich zum Beispiel dem DFN sagen, indem ich eine bestimmte Route schicke und dann Aufkleber draufklebe, ey, schmeiß doch mal bitte Traffic für diese IP bei euch weg. Das heißt, ich baue ein schwarzes Loch, wo diese ganzen Pakete reinfliegen, aber die kommen nicht erst über meine Leitung, sondern fliegen vorher schon weg. Das gibt's zum Beispiel als Mitigationsstrategie. Und dieses ganze BGP-Ding hält das Internet von heute zusammen. Wenn es das nicht gäbe, gäbe es unser Internet nicht. Jeder Router, der was auf sich hält, implementiert das. Die Cisco-Mühle da. Diese kleine Box, genau, die 70-Euro-Box kann das auch. Nicht so stabil, aber sie kann's. Nicht ganz so viele Routen. Bei der Fulltable explodiert sie. Das liegt aber daran, dass sie keinen Speicher hat. Die Software da dran könnte genau. Das grundsätzlich. Die können alle miteinander reden. Cisco, Edge-Router, der Juniper nicht, der kann es nicht. Der ist aber auch nur ein Switch. Die größeren können das. Die ganzen APUs mit Bird etc. Alles wunderbar. Das ist quasi der de facto Standard. Und da wird immer noch dran rumgeschraubt. Wie klappt das? Bei OSPF musste ich ja nur sagen, auf dem Interface, guck mal, ob da ein Kumpel ist, dann finden die sich per Multicast. Das ist bei BGP nicht der Fall. Neighbor muss sich explizit konfigurieren mit ihrer IP. Das ist auch kein Multicast-Protokoll, sondern das wird eine TCP-Session. Das hat den Vorteil, dass ich eine Kiste hier im Netz und hier im Netz haben kann und dazwischen ist irgendwie eine ganze Menge an Routern, die können trotzdem BGP sprechen. Das werden wir nachher noch tun. Die tauschen aus Network Layer Reachability Information. Hier ist ein Prefix, da kommst du dahin. Layer 3 Informationen. Wählen sich aus dieser Information, die sie von möglichst vielen Peers gekriegt haben, den besten aus, installieren den oder vielleicht alle, die gleich gut sind, sind wir wieder bei Equal Cost Multipath Routing, in die Local RIP oder die FIP. Was ist denn dieses Local RIP und FIP? Bei BGP wird das ein bisschen Routing Table Schlacht. Das heißt, ich habe irgendwie eine Routing Information Base. Das wäre im Fall von Bird zum Beispiel die interne Routing-Tabelle des Birds selbst. Der überlegt sich da, wenn er da mehrere hat, was ist denn das Geilste und schreibt das in die Forward Information Base. Das wäre im Linux-Fall der Linux-Kernel. Wo können die Sachen herkommen? Das kann statische Routen sein. Die kann ich im Bird zum Beispiel auch als Protocol Static bauen. Die könnten aus einem OSPF fallen, wie vorhin gemacht, oder sie könnten aus einem BGP-Prozess fallen. Da wird es ein bisschen komplizierter. Das wäre jetzt ein BGP-Prozess zu einem Neighbor. Der hat gleich zwei interne Tabellen. Der hat eine Adjacency RIP-In, also eine Routing Information Base von meinem Gegenüber, der Adjacency, wo es reinkommt. Da kommen alle Routen an, die der Nachbar mir schickt. Das heißt, wenn mir ein Nachbar eine Fulltable schickt mit 770.000 Routen, braucht das ein bisschen Speicher. Danach kommt ein Importfilter.
was davon will ich haben? Alles, nur alles, was rosa angestrichen ist oder so, je nach Upstream. Und das ist alles, was ich akzeptiere, vielleicht mit ein paar Änderungen, wird in die Local RIP geschrieben. Andersrum, alles, was ich exportiere, geht durch meinen Exportfilter. Will ich das wirklich exportieren oder mache ich mich damit lächerlich und lande auf irgendwelchen Twitter-Feeds? Ist mir auch schon passiert. Beim Setup, bei diesem Setup übrigens. Landet danach in der Adjacency RIP Out, das heißt das gleiche nochmal in grün. Ich habe nochmal eine Tabelle, was habe ich eigentlich meinem Nachbarn geschickt? Hat den Vorteil, hier drüben ist ja auch wieder ein Importfilter. Das heißt, nicht alles, was ich dem schicke, muss bei dem zwangsläufig ankommen. Wenn jetzt also mein Peer anruft, ey, ich kriege von dir gar nicht die Routen, das klappt alles nicht, kann ich gucken in der Adjacency RIP Out, ist ja eine Routing-Tabelle, hey, was habe ich in dem geschickt? Wenn da drin steht, ja, die Route schicke ich dir, ist das sein Problem. Wenn es da nicht drin steht, ist das mein Problem. Man sollte da übrigens keine Default-Routen reintun, das wird hässlich. Das kommt drauf an, wo. Ja, und der Upstream sollte das filtern, ansonsten gehen Dinge kaputt. Genau. Habe ich hierbei irgendwen verloren? Gut. State Machine. Ich las gerade die Notes dazu, ob ich noch irgendwas dazu erzählen will. So, wie funktioniert's? Wieder eine State Machine, bisschen anders als die von OSPF. Wenn ich so einen Prozess starte, ist der erstmal idle und langweilt sich vor sich hin. Ich kann so einen BGP-Prozess in zwei Geschmacksrichtungen haben. Entweder der ist active, das heißt, er connectet selber zu seinem Peer raus und sagt da Hallo. Oder er ist passive und wartet, dass der Peer kommt. Wenn er active ist, dann wandert er, wie war denn das? Oh. Soll ich? Bitte gerne. Also, wenn die BGP-Connection active wird, das heißt, der Peer aktiv versucht, seine Gegenseite zu erreichen, hat er der Gegenseite einen SYN geschickt und wartet auf sein ACK. Das heißt, in dem Moment ist er active. Beziehungsweise active und geht rüber in Connect. Das heißt, SYN ist raus. Eventuell hat die Gegenseite sogar schon mit einem ACK geantwortet. Sobald die TCP-Verbindung steht, also dieser Drei-Wege-Handshake durch ist, geht das Ganze in Open Send. Das heißt, ich habe eine BGP-Open-Message geschickt. Da steht üblicherweise meine AS drin, meine Router-ID, wer bin ich, was mache ich, was kann ich. Da werden die gesamten Capabilities übertragen. Das heißt, die handeln aus, ob sie Software-Configuration können, ob sie AddPath können, welche Address-Families sie können, etc. Das ist interessant, wenn man mit einer Juniper, die Multiprotokoll-BGP spricht, mit einem Bird spricht, der kein Multiprotokoll-BGP kann. Bird 1. Zum Beispiel. Da muss man ein bisschen basteln. Open Confirm heißt, ich habe das Open Send der Gegenseite gesehen. Das heißt, die Gegenseite hat mir ihre AS-Nummer und ihre Capabilities mitgeteilt. Wenn sowas länger in Open Confirm steht, sollte man gucken, weil dann passt irgendwas nicht. Das heißt, diese ganze Schiene Active, Open Send, Open Confirm geht relativ schnell. Und Established heißt, okay, wir sind dabei, jetzt Routen auszutauschen. Und von Established bleibt es üblicherweise in Established, solange diese TCP-Verbindung steht und Nachrichten hin und her geschickt werden. So, sollte es zu irgendwelchen Problemen kommen, geht die Session halt wieder auf Idle und der ganze Prozess geht wieder von vorne los. Genau. Die letzten 3 Jahre bin ich auch damit durchgekommen zu wissen, wenn es nicht established ist, ist es kaputt. Und jetzt weißt du warum. Nachgelesen hatte ich das auch schon, aber wieder erfolgreich verdrängt. Established, oder kaputt. TCP-Dump hilft übrigens wunderbar, weil es ein TCP-Protokoll ist. Das heißt, ich kann mir das im Wireshark schön angucken, da stehen die Nachrichten drin, inklusive Keep-Alives, Routing-Updates, Withdraws etc. pp. Das kann man super debuggen. Es sei denn, du hast einen MD5-Key da drauf konfiguriert, den musst du dann dem Wireshark mitteilen. Weil ich kann meine BGP-Verbindung auch verschlüsseln. Ihr lacht, das ist gar keine so blöde Idee. Das ist ja eine TCP-Session, das heißt, wenn ich es irgendwie schaffe, die Source-Adresse zu spoofen, könnte ich ein Reset-Paket schicken an irgendeinen Router, von dem ich weiß, dass er eine BGP-Session hat, auf einer IP, spoofe die auf die Gegenstelle, die ich kenne und schicke dann Reset hin. Buff, Session kaputt. Wenn da ein MD5-Passwort drinsteht, was einige Leute erfordern, wenn ich mit ihnen peeren möchte, geht das nicht. Es ist tatsächlich gar nicht so doof, auch wenn es nur MD5 ist. Nein? Wenn das... Dann muss da aber der richtige MD5-Schlüssel drinstehen, weil das MD5 nicht in der Connection passiert, sondern unten im TCP.
Wie sieht so ein Pfad aus? Das ist schlicht und ergreifend die Liste der AS-e, nicht der Router, der AS-e, die eine Route traversiert, wenn ich dahin will. Das heißt, eine AS-Nummer kann einen ganzen Sack voll Router beinhalten. In diesem Fall im Worst Case irgendwie 3, 4, 5. Wenn ich durch so ein ganzes Google Data Center bis zum Frontend durch muss, ähnlich viele. Das heißt, das AS gibt nicht die Anzahl der Hops an, sondern wirklich der administrativen Zuständigkeiten. Man denke an das Telekom-Netz, das ist auch ein bisschen mehr als eine Handvoll Router. Das ist alles ein AS. Das heißt, zum Beispiel das Netz, was wir hier haben, dieses CCCV-AS, Nummer 13020, würde man am DKIX oder sieht man aktuell am DKIX durch diesen Pfad zu lesen, von links nach rechts, wie komme ich da hin, von rechts nach links, wer hat es transportiert. Unser AS hier wird transportiert vom SDN Clinic Lab, was dieses Holzbrett und die große Kiste links sind, wird dann transportiert vom Freifunk Rheinland, was 201701 ist, und das Ding hat ein direktes Bein am DKIX. Ein Transit zum Beispiel wäre die LWL-COM, die den FFRL als Transit unterstützt. Hier haben wir noch was, hier ist diese AS-Nummer mehrfach drin. Das ist Absicht, das ist kein Fehler, das nennt man Prepend. Das heißt, ich füge meine AS-Nummer bewusst davor noch ein paar Mal ein, weil dieser Pfad ein Entscheidungskriterium ist, welche Route nachher ausgewählt wird. Das heißt, wir wollen natürlich, da das gesponsert ist, das darf ich sagen, das sind sehr nette Menschen, wollen wir natürlich eher die Peerings nutzen, die niemanden was kosten, die allen was nützen, und möchten, dass die Transits teuer sind als Route. Deswegen prependen wir das und machen diesen Pfad länger. Das ist die LWL-COM und danach kommen viermal wir. Das kann man selber steuern nach außen. Man kann da übrigens reinschreiben, was man möchte. Man sollte allerdings keine fremden AS-Nummern da reinschreiben. Das gibt Haue. Das, genau. Das gibt richtig Haue, und vor allen Dingen sollte man, wird anhand des AS-Pfades die Loop Protection gemacht. Das heißt, wenn ein AS zweimal in diesem Pfad drin steht und noch irgendwas anderes dazwischen steht, wird die Route weggeschmissen, weil das ja ein AS-Loop ist. Genau. Was klebt da sonst noch so dran? Da klebt der Next Hop dran. Wenn ich die Route kriege, wo muss ich Pakete hinschicken, wenn sie diesen Pfad nehmen sollen? Das heißt, wenn er ein Router ist und mir das schickt, ist das seine IP. Local Pref, kommen wir gleich noch zu. Origin, wo kommt's her? Kommt das aus einem internen Routing-Protokoll, einem externen, oder weiß ich es nicht? Und den ganzen Rest erklären wir gleich noch. Die Attribute können transitiv sein, das heißt, die leite ich weiter und fasse die auch nicht an. Zum Beispiel der AS-Pfad wäre transitiv, den schleife ich durch, aber da schreibe ich mich vorne dran, wenn es eBGP ist. Oder sie können non-transitiv sein, das wäre zum Beispiel hier so ein Multi-Exit-Discriminator, den schicke ich nur meinem Gegenüber, der interessiert sich dafür, danach schmeißt er den aber weg. Es gibt einige, die sind mandatory, und es gibt manche, die sind optional. Next-Hop ist mandatory, Pfad ist mandatory, Origin ist mandatory und noch so ein paar andere. Der Rest auf der Liste hier ist optional. Local Prev ist auch mandatory, die setze ich aber intern. Genau, was ist dieser Next Hop? Das kann der Router nebenan sein. Wenn wir beide eBGP sprechen, wird das seine IP-Adresse auf unserem Transfernetz sein. Wenn wir IBGP sprechen, baue ich das üblicherweise zwischen den Loopback-IPs. Das heißt, der eindeutigen IP, die ein Router auf seinem internen virtuellen Loopback-Interface hat. Warum mache ich das? Von Loopback-IP zu Loopback-IP kann ich so lange noch reden, wie es einen Pfad in diesem Netz gibt, der noch existiert. Das heißt, wenn ich diesen Kreis da habe und irgendwo ein Kabel ziehe, können sich trotzdem noch alle Router miteinander unterhalten. Vielleicht nicht mehr auf dem kürzesten Pfad, aber sie können noch. Deswegen nehme ich dafür die Loopback-IPs. Das heißt, das kann auch irgendwas ganz weit weg sein. Und genau, das kann auch der Next Hop sein. Der kann auch ganz weit weg sein. Das heißt, wenn ich so eine Verbindung habe zwischen Router A und Router D zum Beispiel, könnte A an D eine Route schicken mit dem Loopback, mit der Loopback-IP von A als Next Hop. Klingt bescheuert. Wie soll denn D direkt als Next Hop was an A schicken? Kann er direkt nicht. Deswegen gibt es sogenannte Recursive Route Lookup. Also ich habe einen Next-Hop und muss dann nochmal gucken, wie komme ich denn da hin. Dafür frage ich üblicherweise mein OSPF oder irgendeine Art von internem Routing-Protokoll. Könnte statisch sein, könnte ein OSPF sein oder ähnliches.
Es gibt übrigens auf größeren Routern interessante Probleme, wenn das interne Routing-Protokoll instabil wird. So, gerade wenn man sich mal so alte Cisco 6500 anguckt, die bei einer halben Full-Table nach einem ausgefallenen OSPF erst mal 25 Minuten rechnen müssen, welche Next-Hops denn jetzt wieder erreichbar sind oder nicht. Also das Routing-Protokoll darunter sollte besser stabil sein. Ansonsten habe ich schwarze Löcher und sehr materielle. Wenn ich den Next-Hop nicht auflösen kann, das heißt, der ist unreachable, aus Sicht des lokalen Routers wird diese Route nicht benutzt. Dann haben wir noch diese Local Pref. Das sind 32-Bit-Integer, ist üblicherweise 100. Das heißt, wenn ich da nicht dran rumspiele, steht da 100 dran. Die ist nur spannend innerhalb meines ASs. Das heißt, die ist für mich. Die ist sehr wichtig. Details gleich noch mehr. Je größer, desto geiler. Ist ja eine Preference. Das heißt, je höher ich die setze, desto höher präferiere ich diese Route. Das macht man üblicherweise zum Beispiel in einem Import-Filter, um zu sagen, diese Routen da sind von einem Transit, das ist teuer, das will ich nicht bezahlen, das preffen wir mal ein bisschen runter. Und das da ist zum Beispiel ein Kunde von mir. Wenn ich zu dem Kunden will, muss das gefälligst über mein Netz gehen. Das heißt, dann setzen wir die Local Pref sehr hoch. Ansonsten geht das vielleicht über einen Konkurrenten, dann wird das bei mir nicht abgerechnet. Das ist ja blöd und kostet mich nochmal Geld, weil es über einen Transit rausgeht und so weiter. Das ist ja Quatsch. Oder zum Beispiel ein Peering, das wäre auch schicker als einen Transit, weil ein Peering mich üblicherweise nichts kostet. Das mache ich über so eine Local Pref. Sprich, da spiele ich ein bisschen mit Zahlen. Das wäre jetzt so ein Beispiel, wie wir das im Freifunk Rheinland machen. Oder Remote Transit heißt, was jetzt nicht lokal ist, sondern was ich über mein eigenes Netz irgendwie noch durch die Republik transportieren muss. Und dann geht's zu einem Transit. Das mache ich besonders teuer. Das ist dann so mein Way of Last Resort. Wenn alles andere umgefallen ist, dann habe ich noch einen Weg, aber üblicherweise wird der nie benutzt. Andere Richtung, Multi-Exit Discriminator, ist nur spannend, wenn ich einen Router habe, der zwei Gegenstellen hat. Nein, falsch. Wenn ich zwei Wege zu einem Peer habe aus meinem Netz, kann ich dem Peer darüber sagen, welchen Eingang in mein Netz er diskriminieren soll. Das heißt, je kleiner die Zahl, desto schicker. Das machen wir an der Uni zum Beispiel mit dem DFN. Wir haben zwei Router und wir setzen auf der einen Seite für ein paar Routen eine MED und für die andere Seite und drehen das einmal um und machen das dann schicker. Damit kann ich ungefähr 50-50 splitten, wo ich welchen Traffic reinkriege in mein Netz. Das muss der Peer mitspielen. Viele Leute tun das nicht. So eine Google macht das nicht, wenn ich mit denen Peerings habe. Einige andere machen das auch nicht. Das ist non-transitive zum Beispiel, das wird nicht weitergegeben. Communities, das ist quasi ein Aufkleber. Das sind 32-Bit, wird üblicherweise in der Mitte durchgeschnitten, also 2x16. Die initiale Idee war, vorne habe ich meine AS-Nummer und hinten irgendwie eine sinnvolle Zahl und optimalerweise dokumentiere ich, was diese Zahl bedeutet. 16-Bit ist mittlerweile ein bisschen wenig, deswegen gibt es dann Large Communities, dazu gleich noch mehr, wird üblicherweise geschrieben als AS-Doppelpunkt und dann die Zahl. Es gibt ein paar vordefinierte. Wenn ich zum Beispiel eine Route, die ich einem Peer schicke, dran klebe, dass das No-Export sein soll, was zu einer bestimmten Nummer referenziert, heißt das, dass der Peer diese Route nicht außerhalb seines AS weitergeben soll, darf technically. Das nur für dich, aber für die, die hinter dir hängen, nicht. No-Advertise schränkt das noch weiter ein. Das ist nur für diesen Router und der gibt das bitte auch nicht weiter. Da kann ich ein bisschen mit steuern, was der Gegenüber damit macht. Das gleiche in groß von letztem Jahr. Man merkt, an BGP wird noch geschraubt. Die Idee ist, wir haben 32-Bit ASNs und wir haben gleich mal zwei lokale Bereiche. Das heißt, wofür macht man das in der echten Welt? Bitte mal verteilen, die Damen und Herren. In der echten Welt kann man an so eine Route drankleben, wo habe ich sie gelernt? Ist das ein Transit? Ist das ein Peering? Habe ich das gelernt in Europa? Habe ich das gelernt in Frankfurt, Berlin, Düsseldorf? Weiß ich nicht. Und kann mir intern überlegen, welche Wege ich vielleicht nehmen möchte anhand dieser zusätzlichen Aufkleber, die ich da drauf geklebt habe. Oder ich kann meinem Peer sagen, wo er diese Route announcen soll. Manche Provider erlauben das zu steuern. Diese Route announcest du bitte in Frankfurt und sonst nicht. Oder für Blackhole-Routen, Blackhole mir mal bitte das Prefix, aber nur in Europa. Die Karten, die ihr gerade ausgeteilt habt, sponsort netterweise der DKIX. Da gibt es von, wie heißt der Mann mit echtem Namen? Garf.
einem netten Menschen. Wolfgang Tremmel. Danke, Wolfgang Tremmel heißt der Mann. Der macht Webinare. Ich glaube, die sind sogar öffentlich. Die sind öffentlich, recorded, kann sich jeder angucken. Genau, wenn unsere BGP-Erklärung doof war, könnt ihr da nochmal gucken. Genau. Da gibt es noch ein bisschen Aufschlauung und diese netten Karten, wie das funktioniert. Das heißt, wie entscheide ich mich bei BGP, welche Route ich nehme? Das erste ist, geht der Next Hop? Wenn nicht, weg damit. Kann ich nichts mit anfangen, schmeiß mal raus. Das nächste ist die Local Pref. Das heißt, ich bestimme, wie wichtig ist mir die Route. Das war diese Sache mit, ist ein Kunde, ist ein Peering, ist ein Transit. Wenn ich da die höchste habe und nur noch eine Route habe, nehme ich die. Wenn ich noch mehr zur Auswahl habe, gucke ich mir den AS-Pfad an. Da kommt diese Sache mit dem Prepending an, respektive, was ist denn der kürzeste Weg? Je kürzer, desto schicker. Wenn die aber noch alle gleich sind, gucke ich mir die Origin an. Ist das von einem initial eine interne Route gewesen, eine externe oder weiß ich das nicht? Intern ist geiler als extern ist geiler als weiß ich nicht. Danach, wenn eine MED dran klebt und mich das interessiert, dass da eine dran klebt, wen soll ich weniger diskriminieren? Falls das immer noch egal ist oder gleich ist, gucke ich mir an, wer hat die kleinere Router-ID. Die wird ja auch mit übertragen als Pfadattribut. Da haben sie jetzt entschieden, die kleinere zu nehmen, um irgendeinen Tiebreaker zu haben. Wenn das immer noch nicht reicht, nehme ich die kleine kleinste Neighbor-IP, wenn irgendwer auf die Idee gekommen ist, eine Router-ID mehrfach konfiguriert zu haben zum Beispiel. Das steht zum Beispiel auf euren Karten. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit, deswegen steht da eBGP oben drüber. Das gibt es nämlich in zwei Geschmacksrichtungen. eBGP war das zwischen zwei Peers, die sich nicht vertrauen, wo üblicherweise ein Transfernetz dazwischen ist, was ich als Next-Hops oder ISPs benutze, um BGP zu sprechen. Dann haben wir noch internes BGP zwischen Peers, die sich üblicherweise vertrauen, wo ich das dann über die Loopback-IPs mache. Das heißt, es ist eigentlich sehr einfach definiert. eBGP ist, es sind zwei verschiedene AS rechts und links. Deswegen external zu einem AS. iBGP ist, es sind zwei Router innerhalb desselben ASs. Dadurch ist das eigentlich definiert, das muss ich nicht explizit angeben, das überlegt sich der BGP-Prozess selber. Ist der Gegenüber im selben AS wie ich? Okay, ist internal, ist er nicht, ist external. Üblicherweise Sessions zwischen Loopback-Adressen, deswegen brauche ich ein laufendes OSPF, ISIS oder wenn ich ganz hart bin, statische Routen. Und die Sessions bleiben so lange leben, wie noch ein Pfad da ist. Im iBGP werden keine Pfadattribute verändert. Das heißt, ich habe aber auch ziemlich verloren, wenn ich irgendwo einen Loop habe. Oder ich habe die Gefahr, dass ich einen Loop habe. Das ist ein bisschen doof. Deswegen gibt es eine Regel, eine über iBGP gelernte Route darf an keinen iBGP-Nachbarn weitergeschickt werden. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das erfordert, dass alle meine Router, in diesem Fall 6 Stück, jeweils eine iBGP-Session miteinander haben müssen. Das ist bei 6 schon relativ viel. Wenn ich jetzt noch mehr habe, wird das sehr schnell sehr unübersichtlich. Das ist genauso beknackt wie statisches Routing eigentlich. Dies. Da ist eine Frage. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, wieso benutze ich denn überhaupt IGP, wenn ich doch sowieso auch OSPF brauche? Das OSPF wird üblicherweise dafür benutzt, dass diese 6 Kisten sich untereinander über ihre Loopback-IP erreichen. Und nur männlich. Dafür? Genau, eigentlich nur dafür. Dann könnte ich doch eigentlich auch einfach hergehen und sagen, die haben eine IP und erreichen sich darüber und können mir das OSPF komplett sparen und die können trotzdem miteinander Routen austauschen. Das kannst du machen. Das Problem ist, gerade wenn du per BGP eine Fulltable kriegst mit diesen 700.000 Routen, ja, kannst du nach intern eigentlich nur eine Fulltable geben, weil dir sonst dein OSPF explodiert. Eine Default-Route geben, meinst du? Genau, eine Default-Route geben, weil dir sonst dein OSPF explodiert. Ja. Und deswegen sprichst du üblicherweise iBGP. Damit du, wenn du mehrere Wege aus deinem AS raus hast, nicht immer alles zu dem einen Router geht, der gerade mal Default-Router im OSPF ist. Ja. Und der das dann wieder weiterverteilt, weil dann hast du so ein hübsches Traffic-Tromboning, weil es durch den Kreis geht, sondern dass die Router selber wissen, okay, wo ist der beste Weg raus aus meinem AS. Okay. Frage beantwortet? Also, ich glaube, ich komme danach nochmal zu Ende. Na, das ist schon tatsächlich ein spannender Punkt. Also man fragt sich wirklich, für das bisschen, was OSPF hier macht, die Loopback-Adressen erreichbar machen, warum binde ich mir das ans Bein?
weil ich das nicht statisch tun will. Wenn ich da eine Strippe rausziehe, dauert es wieder 20 Sekunden, aber dann merke ich halt, dass es einen anderen Weg nimmt. Mit statischen Routen kriege ich das nicht hin. Das heißt, dadurch schaffe ich es durch das OSPF relativ easy, dass die sich alle untereinander erreichen können, solange es noch einen Weg irgendwohin gibt. Einen Punkt habe ich noch dazu. Ich habe ja diesen Next-Hop Reachability im BGP drin. Das heißt, mein BGP guckt regelmäßig, sind meine Next-Hops erreichbar. Wenn ich das statisch habe, sind die Next-Hops immer erreichbar, weil ich habe ja eine Route dahin. Das heißt, ich habe im Zweifel irgendwo ein Black-Holing in meinem AS. Und das ist doof, weil dann Fackeln und Mistgabeln der Kunden und so. Also die Frage, die mich gerade herumtreibt, ist eine andere. Nicht, warum binde ich mir OSPF ans Bein, wenn ich das statt, was statisch schmerzhaft ist? Warum mache ich überhaupt IPGB, wenn ich das per OSPF schon habe? Weil dein OSPF explodiert, wenn du da 770.000 Routen reindrückst. Ja, das ist richtig, aber ich kann das doch auf eine Default-Route runterbrechen. Dann hast du das Problem, was er gerade erklärt hat. Wenn jetzt der links oben eine Default-Route hat, und ich vielleicht noch ein paar Peers rechts und links habe an anderen Routern dran, schicke ich das einmal im Kreis dahin, weil da die eine Default-Route herkommt. Vielleicht habe ich ja hier ein Google-Peering, hier ein Amazon-Peering, hier einen Facebook-Peering. Ja, okay, das ist ein Argument. Okay. Das heißt, ich habe meine Full-Table, also den besten Weg, überall verfügbar. Also ich rede jetzt noch nicht mal von Peerings vielleicht, wenn ich mehrere Provider habe. Vielleicht oder auch schon das. Auch da. Ja, ja. Provider okay, haben ja vielleicht unterschiedliche Peerings. Das heißt, du kriegst da per IBGP jeweils 770.000 Routen und die Wege werden sich unterscheiden. Ja, das ist klar. Ja. Deswegen das möchtest du die Full Table, wie man das nennt, also diese 770.000 Routen bei IPv4 im Internet, überall verfügbar haben, um dass jeder Router für sich den besten Weg entscheidet. Ja, die will ich aber nicht auf meinen internen Routern haben, die Full Table. Das kommt drauf an. Weil könnten klein sein oder so. Aber es ist Idee verstanden. Die Frage war nach Route Aggregation für den Stream. Also ja, ich kann natürlich Routen aggregieren. Das Problem ist aber dadurch, dass ich jetzt mit dem Ende von IPv4 ganz, ganz viele kleine Assignments habe, ich auch unterschiedliche Routen, also ganz, ganz viele kleine Routen kriege. Das heißt, ich kriege ganz, ganz viele Slash 22 mit rein. Und oder Slash 24. Oder Slash 24, die alle in unterschiedliche Richtungen zeigen. Und damit bläht sich meine Routing-Tabelle halt ziemlich auf. Also da kann ich meistens nicht viel aggregieren. Die Zeit ist vorbei, sagen wir es mal so. Für IPv4 zumindest. Für V6 glauben Menschen noch, dass das geht. Das heißt, wenn wir jetzt die vollständige Routing-Decision haben, das müsst ihr jetzt auch mit euren Kärtchen übereinstimmen, kommen da noch zwei Dinge dazu. eBGP ist geiler als IBGP. Warum ist das so? Wenn ich sofort loswerden kann, zu wem anders, wo es hin soll, schmeiße ich es raus und transportiere es nicht erst über mein eigenes Netz. Und wenn es dann doch IBGP ist, oder ja doch, wenn es dann doch IBGP ist, dann gucke ich mir an, was ist mein kürzester Weg im OSPF? Wie komme ich dann dahin? Das heißt, ab dem Moment, IBGP hat irgendwie eine ganze Menge Routen. Ich löse den Next-Hop auf. Was ist mein kürzester Weg dafür? Das ist quasi die komplizierteste Stelle in diesem ganzen Vortrag. Zumindest hat mich das ein Jahr gekostet. Da hatte ich vorhin was erzählt, wenn ich IBGP mache, brauche ich ein Full Mesh. Jeder Router innerhalb dieses ASs, also zum Beispiel das Beispiel hier, muss mit jedem anderen eine IBGP-Session haben. Das ist belastend. Erfordert ziemlich viel Konfiguration, weil die muss ich alle manuell konfigurieren. Erfordert ziemlich viel Kommunikation, ziemlich viel Routing-Tabellen. Wir hatten das mit Adjacency Rip-In und Rip-Out. Das kostet Speicher, das ist alles doof. Und das skaliert halt mal überhaupt nicht. Aber da haben sich schlaue Menschen mal was überlegt. Das nennt man Route Reflection. Das heißt, ich breche diese Regel auf, dass ich ein Full Mesh haben muss, respektive, dass eine per IBGP gelernte Route nicht an IBGP-Neighbor weitergegeben wird. Das breche ich auf durch Route Reflection. Das heißt, ich nehme diesen einen hier und mache den zum Route Reflector. Der lernt von da oben per IBGP eine Route, zum Beispiel zum Internet, also im einfachsten Fall 0000/0, und gibt die an alle seine Kumpels hier unten weiter. Über dann nur noch 6 IBGP-Sessions und nicht mehr eine ganze Menge mehr. Das heißt, ich brauche aber irgendeinen Mechanismus, um zu verhindern,
dass ich da irgendwelche Routing-Loops baue. Dafür gibt es jetzt zwei neue Attribute. Das ist die Cluster-ID. Das heißt, an diesen Pfad, den ich hier unten reflektiere, den ich von da oben kriege und nach da reflektiere zum Beispiel, schmeiße ich nochmal eine Cluster-ID dran. Wenn ich die nicht manuell konfiguriere, ist das meine interne Router-ID. Ich habe das Ding angefasst, du hast die von mir gekriegt, ist per IBGP reflektiert worden, sagt das aus. Das heißt, darüber kriege ich mit, wenn ich zwei Route-Reflektoren in einem Cluster betreibe zum Beispiel, dass ich da kein Ping-Pong baue. Damit habe ich meine Loop-Prevention intern drin. Damit funktioniert das. Ich muss den Route-Reflection-Client doch explizit als Route-Reflection-Client konfigurieren. Ja, genauso wie ich den Route-Reflection-Server als Route-Reflection-Server konfigurieren muss. Das heißt, ich kann den nicht einfach als Neighbor eintragen. Das ist gelogen zur Hälfte. Ja, das mag beim Bird so sein, aber nach Cisco muss ich zum Beispiel sagen, du bist RR-Client. Ja, aber das muss ich nur auf dem Route-Reflektor sagen. Das ist der Gag an der Nummer. Die äußeren hier, also der Border-Router und Core-Router sind das E, D, C, B, kriegen nicht mit, dass sie ein Route-Reflection-Client sind. Für die ist das eine klassische IBGP-Session. Die einzige Konfiguration, die ich vornehmen muss, ist auf dem Route-Reflektor, da haben wir hier jetzt E genommen und da muss ich dran schreiben, das ist übrigens ein Route-Reflektor-Client, dem darfst du IBGP-Routen weiterleiten. Stimmt so rum. Okay. Ja. Steht da sogar. Special Configuration only on RR. Jetzt könnte man ja sagen, das ist ja blöd, wenn der eine ausfällt, dann ist ja alles wieder kaputt, dann baue ich halt zwei. Kann man tun. Im Freifunknetz haben wir, ich glaube, knapp 30 Router. Da macht man keinen Full Mesh mehr. Da gibt es jetzt aus Langeweile 4 Route-Reflektoren, 2 würden auch reichen. War einfacher. Wie macht man das unter Linux? Da sind wir jetzt wieder bei dem Vogel angekommen. Der kann auch BGP. Was hatten wir vorhin schon gezeigt im OSPF-Talk? Ich muss dem Ding einmal eine Router-ID konfigurieren, dem Bird. Das heißt, wer bin ich? Dann nehme ich üblicherweise meine Loopback-IP. Das ist auch bei IPv6 ein 32-Bit-ID-Ding. Das heißt, ich nehme üblicherweise meine IPv4-Loopback-IP als Router-ID. Klingt komisch, ist aber so. Ich brauche einmal das Protocol-Device, damit der Bird mitkriegt, welche Interfaces da und nicht da sind und im Zweifel Sessions runterzunehmen. Und ich brauche das Protokoll Kernel, damit ich, wenn wir uns an diese ganzen Routing-Tabellen erinnern, aus der Routing Information Base meine Routen in die Forwarding Information Base, sprich die Kernel-Routing-Tabelle, schiebe. Die setze ich mal als bekannt voraus. Wer vorhin noch nicht da war, guckt euch mal den OSPF-Talk an, da haben wir das im Detail erklärt. Wie konfiguriere ich so einen BGP-Neighbor? Das ist grundsätzlich relativ einfach. Protokoll BGP, wie heißt das, Schweindel? Da kann ich irgendeinen Namen hinschreiben, Google Peering, Name des Gegenüber etc. pp. Hier möchte ich ganz, ganz dringend einen Importfilter hinschreiben, den ich mir entweder selber zusammenfummle oder im einfachsten Fall prüfe, ob es ein bestimmtes IP-Netz ist. Beispiel kommt gleich. Ich möchte dann Exportfilter hinschreiben. Will ich dem irgendwas schicken? Importfilter ist, was akzeptiere ich für Netze vom Gegenüber? Muss dem sagen, was für ein Eis bin ich? Und muss dem sagen, mit wem will ich mich unterhalten, was ist das für eine IP-Adresse und was ist das für eine AS. Das ist die simpelstmöglichste BGP-Peer-Konfiguration. Man kann da noch irgendwie so einen Lattenschwanz an Konfigurationen dran tun. Bird hat eine sehr schöne Doku, da kann man das finden. Wie sieht das zum Beispiel aus zwischen dem Border-Router und dem Distribution-Router? Das ist jetzt aus Sicht des Border-Routers, also AS39225, sehen wir hier, das bin ich. Ich unterhalte mich mit dieser IP hier, das heißt, aus diesem AS ist eine IP vergeben worden an meinen Kunden, nämlich das Chaos AS. Mit dem unterhalte ich mich. Das ist offensichtlich also eine eBGP-Session, weil die beiden AS-Nummern nicht übereinander treffen, übereinstimmen. Ich möchte an den exportieren nur eine Default-Route. Reicht ja, alles was der ins Internet schicken soll, soll er zu mir schicken, ist ein Transitkunde von mir. Ich will da Geld dran verdienen. Und von dem akzeptiere ich nur dieses Netz hier, was der PI-Space vom CCC ist. Wer schon mal auf Chaos-Events war, hat den vielleicht schon mal gesehen. Für V6 sieht das genauso aus, da stehen nur andere Zahlen drin. Das ist BGP-Konfiguration. Das ist genau die Live-Konfiguration, die da drauf ist. Wie konfiguriere ich so einen Route-Reflektor? Da bin ich faul, ich kann ja auch ein Template definieren.
damit ich diesen ganzen Sermon nicht da überall reinschreiben muss. Bei iBGP möchte ich alles importieren und alle Routen, die ich kenne, exportieren. Alle meine internen Router sollen alles wissen. Ansonsten baue ich mir im Zweifel schwarze Löcher und das ist wieder doof, Mistgabel und Fackeln. Da habe ich eine Besonderheit. Ich gebe an, von welcher lokalen IP mein Router sich verbinden soll, also von wo er die TCP-Session aufmachen soll. Heute Morgen hatten wir was zu Source Address Selection erzählt. Wenn ich das dann nicht hinschreibe, passiert das anhand der Routing-Tabelle. Das heißt, wenn ich jetzt über ein Interface rausgehe, mit irgendwem rede, wird diese IP von dem Interface benutzt. Wenn ich das nicht will, muss ich die da explizit hinschreiben. Da steht jetzt die Loopback-IP, die, das ist falsch, der Pfad hier, die Core-Router E hat. Der ist Teil dieses ASs hier. Und alle Leute, alle meine Peers, die dieses Template benutzen, sollen Route Reflection Clients sein. Ja, da ist noch ein Syntaxfehler auf der Folie. Ist das ein Typo, dass der Neighbor dasselbe wie die Source Address ist? Von dem CAA unten? Oder sehe ich das gerade? Ja, ist ein Typo. Ja, weil da eine 5 stehen müsste. Ah, okay. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ja, da sind noch 1,5 Typos drauf, war spät gestern. Also, das müsste eine 5 sein, das müsste eine 0 sein und der stimmt. Korrigieren wir noch. Und da fehlt noch was, fällt mir gerade aus, hier muss ich nämlich noch hinschreiben, from Template-Name. Also das heißt hier hinter from IBGP, dann wird das angewendet. Das heißt, da unten steht aber nur noch der Neighbor drin. Haben wir noch Zeit, das live zu bauen? Ich würde eher Fragen machen. Ich glaube auch. Wo gibt es das nachzulesen? Da gibt es so ein RFC zu. Das ist ausgedruckt, so ein Stapel. Wir haben das vor einer Weile mal selber implementiert in Go, nennt sich BioRouting, BGP, ISI, OSPF. Bisher spricht es BGP. Das ist gar nicht so einfach. Mittlerweile tut's das aber, eBGP, iBGP, Route Reflection, Route Server, V6, AdPass, 32-Bit ISNs, das ist alles echt aufwendig und mittlerweile wundert mich nicht mehr, warum da so viele Bugs überall drin sind. Dann gibt's da noch ein paar schöne Bücher, das ist so eine kleine Fibel von O'Reilly. Das da ist ein relativ dickes Buch von Cisco, ist eins der de facto Standards und es gibt seit 2 Jahren, glaube ich, eine neue Version von Routing TCP IP Volume 2. Das ist so ein Klotz auch von Cisco Press. Da steht unter anderem eine ganze Menge zu BGP drin und vielen anderen Protokollen. Allerdings ist Volume 2, glaube ich, fast nur BGP. Kann sein. Fragen? Wenn ich in meinem lokalen AS erstmal alles mit OSPF austausche, dann brauche ich doch, dass BGP tatsächlich nur noch auf den Border Gateways zu haben. Richtig? Deine internen Netze tauschst du alle per OSPF aus. Das war jetzt die Idee. Wenn das nur ein paar hundert sind, kommst du damit durch. Das heißt, wenn du von außen eine Full Table reinkriegst, sprich 770.000 Routen, möchtest du die nicht ins OSPF tun, weil dir das sonst um die Ohren fliegt? Mit einem sehr lauten Knall und danach geht nichts mehr. Das heißt, du möchtest nur eine Default-Route ins OSPF tun. Das kann man machen, das machen wir in der Uni zum Beispiel. Das kommt jetzt auf das Setup an. Wenn du nur einen ISP hast, ist das total legitim. Wenn du viele Peerings hast oder ISPs hast, möchtest du eigentlich ein IBGP haben. Wenn du zaubern willst, möchtest du auch ein IBGP haben. Ich glaube, da ist auch noch eine Frage. Dem Gesichtsausdruck nach. Wir kriegen als Uni nur eine Default-Route, aber das liegt daran, dass wir das so haben wollen. Wenn wir eine Full-Table haben wollen würden, würden wir die kriegen, nützt uns nur nichts, weil wir nur einen Provider haben. Der Herr Moderator da vorne. Wenn du aber aus Gründen nur einen Router hast, der aber mit mehreren Providern spricht, könntest du ja trotzdem intern OSPF, weil dann reicht dir ja eine Default-Router auf diesen Router und der würde dann in BGP die Decision machen. Genau. Kann man machen. Da hinten. Hier in der Präsentation wurde BERT gezeigt. Gibt es irgendwelche Präferenzen um BERT gegenüber Quagga oder FRR zu bevorzugen?
Ich persönlich habe sehr starke Präferenzen gegenüber BERT, weil Quagga mir mehrfach explodiert ist, Dinge intern vergisst, man schwarze Löcher hat und Lebenszeit damit verschwendet, die Bugs zu finden oder Quagga neu zu starten. Quagga selber würde ich persönlich gar nicht mehr anfassen. Bestenfalls für sehr viel Geld. Deswegen gibt es ja jetzt FRR. Genau, deswegen gibt es FRR, was ja ein Quagga Fork ist, also Free Range Routing. Das hat primär Cumulus Networks getrieben und da wohl viel reingebaut. Menschen sagen, der ist total toll. Ich habe den noch nie in der Hand gehabt. Man muss dazu sagen, FRR kann mehr als BERT. Da kann ich zum Beispiel IP Fabrics mitbauen, wo wir heute Nachmittag oder heute Abend noch ein bisschen was zu erzählen. Das komplette Rheinland-Backbone und alle Netze, die ich betreibe, laufen mit BERT wunderbar. Der kann OSPF und BGP. Und BERT ist der de facto Standard für sämtliche Route-Server an Internet-Exchanges. Also der D-Keks, die E-Keks etc. betreiben pro Standort 2 BERTs, wo alle Leute eine BGP-Session hinmachen, alle ihre Routen hinschicken und von da kann ich das mit meinem Router auch tun und kriege da einen kompletten Stapel aller Routen. Dafür ist BERT der de facto Standard, weil er einfach stabil ist und sehr mächtiges Filterwerkzeug hat. Und Quagga und FRR haben noch einen Nachteil, die konfiguriere ich wie Cisco-Router. Das ist ja jetzt Geschmackssache, ne? Ja, da stellt sich mir die Frage, ich bin ja jetzt nicht so der Hardcore-Netzwerker, sondern gucke da immer so aus Systemadministration-Sicht drauf. Es werden 3 Protokolle benutzt. Einmal nach draußen, Exterior BGP, in IBGP und OSPF. Wobei IBGP und eBGP quasi das Gleiche sind. Genau. Was spricht dagegen, intern ausschließlich auch Exterior BGP zu verwenden, weil aus administrativer Sicht du nur noch ein Protokoll handelst und eine Ebene abfrühstückst und dann eben halt die Komplexität damit auch absenkst? Spricht dagegen, dass das nicht geht. Oder es wäre sehr komplex, weil du jeden Router als eigenes privates AS betanken müsstest. Ja. Das heißt, du hättest in jedem Router ein eigenes privates AS, das du pflegst. Ja. Das kann man machen, das wird aber sehr, sehr hässlich, gerade was Routing-Loops angeht, was Filterlisten angeht. Und ich würde dann tatsächlich eher zu IBGP tendieren, weil das mit Route-Reflektoren total einfach zu konfigurieren ist. Also du hast noch ein Problem, dadurch, also gesetzt den Fall, du tust das. Gehen wir zurück auf das Bild. Wenn jeder dieser Router ein eigenes AS ist, habe ich erstmal ziemlich viel Konfigurationsaufwand, weil ich keine Templates benutzen kann. Ich brauche unterschiedliche AS-Nummern überall etc. pp. Und ich habe, je nachdem, welchen Weg ich nehme, unterschiedliche AS-Pfade. Es gibt private AS-Nummern, also die, die wir hier in den Beispielen hatten. 65.000 irgendwas zum Beispiel im 16-Bit-Bereich, ja. Genau, am oberen Ende 64 Keks bis 65 Keks. Wenn ich die internen Routen habe, also wenn ich da zum Beispiel Kunden dranhängen habe an dem CRC, habe ich da eine Public ASN, habe da eine ganze Menge interne ASNs und exportiere die im Zweifel nach außen. Dann kriege ich Haue. Dafür gibt es ein Feature, das nennt sich BGP Confederations und darüber möchte ich jetzt bitte nicht mehr reden. Das ist quasi, was du willst mit IBGP. Also die kurze Antwort ist, das willst du nicht, es macht nur alles kompliziert. IBGP und eBGP ist dasselbe Protokoll, es verhält sich nur ein bisschen anders. Ja, mein Einwand kommt einfach aus einer bestimmten Ecke und zwar die Cumulus-Leute haben mit O'Reilly zusammen ein kostenloses E-Book veröffentlicht, wo es darum geht, wie man intern RZ-Netzwerke baut, ja, um natürlich ihre Produkte auch zu promoten. Moment, wir reden von IP Fabrics, das ist ein komplett anderes Thema. Genau. Da in IP Sinn. Fabrics willst du das. Übernächster Talk. Genau. Alles klar. Gut. Okay, andere Baustelle. Habe ich nicht verstanden. Genau. Nee, danke. Tatsächlich andere Baustelle in ja. IP Fabrics, wenn man das hat. Das ist aber genau der Punkt. Darum wollte ich es auch noch mal auf den Punkt bringen. Danke. Warten Sie noch knapp eine Stunde, dann werden Sie erleuchtet. Also das ist jetzt gut, dass auch das Bild da ist. Wenn man jetzt sagen würde, ich hätte nur ein Transit AS, sprich BA01. Aber mein... Das ist ja kein Transit-AS. Moment. Du mal. Nochmal zurück. Ich suche das große Bild. Da. Ja, aber das... Da habe ich ja nur ein Transit-AS, nämlich das gelbe, 201701. Richtig, aber ich brauchte diese 2 Core-Router. Deswegen wollte ich das andere Bild. Sein Wunsch ist Befehl. So, das heißt CRE und CRA... Also noch eins weiter, wo CRA auch die Session hat. Das ist ja nur IBGP, das ist ja egal. Ja, das ist ja so rum, genau.
So, ich habe jetzt, sage ich mal, CRE und CRA in, innerhalb meines AS in zwei verschiedenen Datacentern, die vielleicht eine Dark Fiber dazwischen haben, dass dieses IGP funktioniert. Ist ja legitim, das so. Könnte ein Metro-Ring jetzt sein, das könnte ein Deutschland-Ring sein. Jetzt möchte ich aber den Traffic, der in dem einen RZ, sprich die rechte oder linke Seite, gezielt über dieses DC, über den Ausgang rausschmeißen und nicht zu sagen, ja, das ist ja die gleiche Pfadlänge, weil innerhalb des IGP ist ja alles irgendwie gleich. Nee, Full Mesh. Das ist dann ein Missverständnis. Das sind mehrere Layer. Innerhalb des IGP habe ich die Kosten von einem Router zum anderen, die OSPF-Kosten. Das heißt, die gestrichelten Linien sind nur IBGP-Sessions, die wirklich verfügbaren Links sind die durchgestrichenen, die durchgehenden Linien. Wenn ich eine IBGP-Router habe, ist der AS-Pfad vielleicht gleich, aber die OSPF-Kosten nicht. Und die Origin ist auch anders. Nicht zwangsläufig. Das heißt, die würden, sage ich jetzt mal, der DR02 würde in dem Fall immer über Core-Router A rausschmeißen. Und wenn nichts kaputt ist, ja. Weil es der kürzere Weg ist. Wird gar nicht den Umweg über E gehen? Nee. Über E. Moment, die gestrichelten Linien sind nur IBGP-Sessions. Das ist keine physikalische Verbindung. Also das ist dieselbe Topologie. Ja. Die gestrichelten Linien sind nur IBGP-Sessions, die über das geroutete Netz aufgebaut sind. Der Weg von DR02 ins Internet wäre immer, wenn nichts kaputt ist, CRA, CRE, BR01. Mhm. Okay. Wie geht es mit den Communities? Sagt mir mein Provider, was er für Communities hat? Ja. Und ich darf mir dann aussuchen, was mir gefällt. Das kommt drauf an, für welche Funktionen. Wenn dein Provider gut ist, hat er eine Community für Black Hole. Die sagt er dir. Es gibt da jetzt einen Standard für, da muss er sich nicht dran halten, kann er aber. Üblicherweise ist das ASN:666. Das ist Black Hole meistens. Ist so. Wenn er Communities hat, wo er die Routen gelernt hat, Frankfurt, Deutschland, Europa, weiß nicht, sagt er dir die üblicherweise auch. Ein gutes Beispiel ist NTT, glaube ich, Job Snyders, der auch das Black Hole Community und Large Community RFC geschrieben hat, federführend ist bei NTT. Die haben meines Wissens eine öffentliche Liste der Communities. An Route-Servern, zum Beispiel dem DKIX, gibt es auch eine lange Liste an Communities. Darüber kann ich zum Beispiel am Route-Server steuern. Diese Route schickst du bitte nur an Google. Also an das AS von Google, 15.16.9. Oder nur an die Telekom, die da nicht angeschlossen ist. Oder ein paar andere. Oder prependest du und so weiter. Also da kann ich relativ viel Magie einbauen. Und ja, mein Gegenüber muss mir sagen, welche er unterstützt. So, ich würde sagen, eine letzte Frage noch. Wo wir noch eine haben, ansonsten... Alles klar? Alle Klarheiten beseitigt? Da noch einmal der Hinweis, dass da eine Wortbox steht und ihr den blauen Knopf drücken müsst. Genau.